Meine Freunde, Situation auf Madeira. Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot. Ich Double möchte mit euch mal Peace. kurz in diesem Video über die Situation hier auf Madeira reden, wie sich jetzt hier alles innerhalb von 3 Tagen komplett verändert hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht auf einer negativen Art und Weise reden. Negativität gibt es momentan viel zu viel auf der Welt. Es gibt sehr viel extreme Panik, die teilweise leider auch jetzt schon berechtigt ist. Das ist schon interessant, wenn man überlegt, dass vor 2 Wochen sich noch jeder auf Twitter darüber lustig gemacht hat und heute sind ganze Großstädte in Quarantäne gestellt. Das ist schon interessant. Also ich muss Gut, ich glaube, sagen, man macht sich ja immer noch drüber lustig, ne? aus Deutschland hat man das ja immer so rübersickern hören. Also ich bin halt Deutscher so und ich führe halt auch nur deutsche Kommunikation und sehe halt deswegen auch halt nur Nachrichten aus Deutschland so. Ich kriege ja von hier eigentlich nicht so extrem viel mit durch die Social Medias und sowas. In Deutschland war das auf jeden Fall schon sehr viel länger vorhanden, so diese ganzen Hamsterkäufe, diese ganzen Videos, die man halt immer alle sieht, dass irgendwelche Leute sich da um Klopapierrollen schlagen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich einkaufen gehen würde, ich mir normal Klopapier kaufe und irgend so ein verrückter Opa von hinten kommt und mir mein Klopapier an der Kasse aus meinem Wagen klauen würde, ich würde komplett ausrasten. Ich glaube, ich würde ihn umboxen. Das würde ich gerne sehen, Ich Alter. bin ganz froh, dass ich momentan nicht in Deutschland bin. Dankeschön, Swissfax, für die 10 Euro, Ehrenmann, danke. Das Ganze hat Das hier vor Internet sollte ungefähr aber 3 gleich wieder Tagen gehen, angefangen, kann spätestens man, um glaube ich, so 10. sagen. Es war hier nicht vorhanden. Also man hat natürlich im Sportstudio konnte ich immer so die Nachrichten sehen und sowas wie Corona oder sowas konnte man ja herauslesen, weil das ist halt international, das ist halt nicht portugiesisch oder sowas. Und am Anfang war das nur in Italien, dann waren die portugiesischen Nachrichten waren voll damit, dass in Italien halt das ein ganz großes Thema war. Und dann hat man irgendwann gesehen, dass es umgeschwenkt ist, dass es auf einmal auch ja, in Portugal angekommen ist, auf Madeira angekommen. Dann hat man halt Coronavirus in Kombination mit Madeira gesehen. Also, wie gesagt, ich verstehe die Sprache halt nicht, aber das sind halt die 2 Wörter, die ich halt verstehen konnte. Und dann hat es auch schlagartig hier angefangen. Warum ist denn Corona gesperrt? Gute Frage. Macht das mal wieder frei, oder? Wer auch immer das gemacht hat. Dann habe ich die ersten Live, na, nicht Livestreams, die ersten Instagram Stories gesehen von Leuten. Also hier sind ja immer noch einige YouTuber, die dann gezeigt haben, dass es hier genauso anfängt, dass die Schlangen, also am ersten Tag, wo das Ganze hier panisch angefangen hat, wo die Medien hier angefangen haben, auch zu sagen, dass das Ganze auch hier angekommen ist. Ich schwöre euch, der ganze Einkaufsladen war voll bis hinten. Also normalerweise ist ja hinten die Fleischtheke und ihr müsst euch vorstellen, die Kassen waren bis hinten hin voll mit irgendwelchen Einkaufswägen von Leuten, die einkaufen wollen. Die Panik ist hier Junge, richtig da hätte ich gar keinen Bock drauf, Alter. Das würde ich gar nicht mitmachen. Das wäre es mir gar nicht wert. ausgebrochen und ich denke, das hat sich ja auch richtig durchgesetzt. Also man muss jetzt auch sagen, der Präsident von Madeira hat hier auch zugemacht an dieser Stelle. Also wir waren gestern, ich Adlersson, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist ja auch egal, ach, ich werde doch nicht dafür gesperrt, dass ich einen Namen sage von jemandem, der gebannt ist. So ein Na, Schwachsinn, ich herrlich, mag ihn ja Alter. Was soll das trotzdem, ist denn hier, mir Alter? scheißegal, ob er gebannt ist. Und mit seinen Kumpel und noch 2 anderen Randoms waren wir unterwegs und die Stadt war leer. Funchal lebt Samstag richtig auf. Wirklich, Samstag ist das richtig geil, vorne einfach nur durch die Promenade zu laufen und einfach nur sich die Leute anzugucken. Da ist überall Party, überall hört man Es laute ist einfach Musik, geil, dieses sich die Leute Bohren von anzugucken, Subwoofern. Mann. Richtig geil, gestern nichts. Es war niemand unterwegs. Keine Ahnung, um 21, 22 Uhr waren die Straßen komplett leer und da fängt das Partyleben erst richtig an. Man hat niemanden gesehen. Es waren keine Autos mehr da. Gut, hier sind jetzt ein paar Autos, aber das ist auch verhältnismäßig viel weniger jetzt mit dem Verkehr. Gerade jetzt so zu der Abendzeit, wo auch nochmal die letzten Leute, die jetzt ihre Arbeiten verlassen, auch wenn es Sonntag ist. Hier wird Sonntag auch viel gearbeitet. Also auf Madeira kann man sonntags auch einkaufen. Normalerweise ist das hier auch viel voller, aber das ist. Ich weiß Wo nicht, hat wie er ich das sich jetzt eigentlich hingestellt? Warum hat er sich genau da hingestellt? Das würde mich sagen interessieren. soll. Also, das ist. Die Straßen sind leer, Präsident die von nehmen das Madeira hier hat sich immer sowas von eine Rede ernst. gehalten. Also, der Geil. Präsident von Madeira hat auch gesagt, es ist zu empfehlen, zu Hause zu bleiben. Und hier halten sich die Leute extrem daran. Also, daran merkt man auch einfach, dass die Ja, das ist halt Kultur Leon hier. Lovelock halt dann auch irgendwie nicht da, ne? Der müsste mal jetzt aber ab nach Madeira und da mal zeigen, dass man das nicht machen So kann. viel, so viel frommer, so viel Gibt's heute netter wieder ist. Wisst ihr, Gaming? was Ja, ich mal meine? gucken. Also, das sieht man auch, wenn man hierher kommt. Die Leute sind nett und die halten sich an Regeln. Und hier sind auch Dinge draußen, so wie Wasserbrunnen, woraus man trinken kann und Sachen. Das könnte, wäre in Deutschland nicht möglich, weil irgendwelche Spasten kommen würden und die halt kaputt machen würden. Wisst ihr, sowas merkt man halt, dass hier ganz viele Sachen in der Öffentlichkeit rumstehen, wo man weiß, in Deutschland, die stehen da keine Woche, weil irgendwelche besoffenen Leute das kaputt schlagen oder sowas. Sowas. Und das sieht man auch daran. So, er hat ein Machtwort gesprochen und es laufen kaum noch Leute auf der Straße rum.
Es ist halb geistermäßig, so ab. Also man sieht, dass die Leute so das Nötigste machen, wenn sie arbeiten gehen müssen. Natürlich müssen sie dann raus, aber mehr passiert auch nicht. Die bleiben wirklich alle drin. Das Fitnessstudio wurde auch komplett... Sie halten sich extrem dran. Man sieht durchgehend im Hintergrund Leute vorbeifahren. Ja gut, okay, das sieht aber auch nach einer ziemlich großen Straße aus. Ne? Das ist ja nochmal dann ein Unterschied. Wurde komplett umgestellt, so dass man nicht mehr nebeneinander ist. So, jedes zweite Fitnessband ist abgesperrt mit einem Absperrband, wo drauf steht, es muss immer mindestens 1 Meter Platz oder so sein zwischen anderen, damit man nicht zu nah aneinander ist. Und generell, was soll ich sagen? Man darf nicht mehr einreisen. Also man darf einreisen, aber man wird 2 Wochen in Quarantäne gestellt. Wenn du jetzt Bock hast, nach Madeira zu kommen, dann kommst du hierher und wirst erstmal von der Polizei irgendwo reingesteckt, wo du 2 Wochen unter Quarantäne bist. Du bleibst 2 Wochen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in einem Hotelzimmer und darfst nicht raus, bis sich halt ergibt, ob du krank bist oder nicht, damit du hier halt natürlich die Infektion nicht weiterträgst. Ja, vor allem ist es mega bitter, weil wir wollten ja nach Madeira fliegen. Also theoretisch fliegen wir halt irgendwie am 30. März oder sowas. Naja, also ist auf jeden Fall unrealistisch, dass wir am 30. März dahin fliegen, wenn das weiter so bleibt. Kann natürlich auch theoretisch sein, dass das jetzt in den 2 Wochen irgendwie mega abflacht oder so, weil das halt voll viel bringt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wenn nicht, dass ich da mein Geld wieder kriege, weil ich kann ja nichts dafür. Ich kann ja nicht dahin fliegen und 2 Wochen in Quarantäne gehen, so. Muss man mal gucken, was man da machen kann dann. Und rausgehen ist natürlich auch schwierig. Unge hat das auch so erklärt, wenn natürlich ein Einreiseverbot besteht, dann kommen auch keine Flugzeuge von hier wieder weg. Das bedeutet, man kommt hier gerade auch ganz schwierig wieder weg. Höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche oder so gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Gestern haben mit denen wir gestern unterwegs waren, waren 2 da, die heute fliegen mussten. Ich weiß gerade nicht, ob die heute fliegen konnten oder ob das gestrichen wurde. Das... weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen wird es darauf hinauslaufen, dass man hier auch erstmal nicht mehr wegkommen wird. Und Alter, du kommst nach Madeira und musst 2 Wochen in Quarantäne. So, guck mal, das ist eigentlich schon die gesamte Aber was ist eigentlich, wenn ich jetzt dahin fahre und ich darf da nicht mehr aus der Insel raus, weil die halt abgesperrt ist, sage ich mal. Stellt die Regierung mir dann ein Hotelzimmer oder sagen die einfach, ja, musst du dich selbst drum kümmern? Würde mich mal interessieren, was dann halt ist. So, weil die können mich ja nicht dann obdachlos lassen, oder? Mit meinen ganzen Sachen und so. Ich schätze mal, zur Not könnte man dann wahrscheinlich bei Tanzi oder Unge oder so, die würden bestimmt irgendwas klären. Aber so, am Ende stehst du da halt alleine, bist du Urlauber und dann, ist das halt einfach so. Das wäre schon sehr, sehr bitter. Von Leuten so, da wird man wahrscheinlich nicht herkommen und sich in Quarantäne stellen lassen. Und generell, ist schon krass, wie sich das Ganze entwickelt hat, einfach innerhalb so von wenigen Wochen. Wie gesagt, ich kann mich noch kristallklar daran erinnern, wo Mann, ich irgendwas sich Leute erzählen. Einfach ich noch darüber lustig ich auch nicht, haben, wo, das, wo das einfach noch kein Thema war. Und ich ja auch. Ich habe es ja auch nicht wirklich ernst genommen, weil ich immer nur diese Hamsterkäufe und sowas gesehen habe. Ich fand das auch lächerlich, aber irgendwie kann ich es immer mehr nachvollziehen. Weil das wird ja immer klarer, diese gesamte Situation. So, Arbeitsplätze sind gefährdet, ey, da habe ich große Angst, auch so um meine Umgebung, auch vor, ja, anderen Leuten, ja, kenne ich halt nicht, dann habe ich nicht Angst um die, aber um meine Leute habe ich halt Angst, die so in meinem Umkreis sind, die natürlich auch alle darunter gefährdet sind, so hier in der Reisebranche, hier auch, zum Beispiel, da habe ich jetzt nicht Angst vor, aber die ganzen Taxifahrer hier, die stehen alle am Hafen und machen nichts mehr. Es passiert ja nichts, keiner will raus, hier bricht doch alles zusammen, Madeira lebt davon. Madeira lebt doch absolut von Tourismus. Und wenn hier keiner mehr herkommt und wenn sich das jetzt hier über Monate hält, ich meine, viele halten sich doch hier gerade so über Wasser. Der Verdienst hier ist doch auch Dreck. Also wenn man jetzt normal in der Gastronomie oder so unterwegs ist, dann was verdient man da? 600-700 Euro. So, da kann man sich nicht Geld hier ansparen, weil die Lebenserhaltungskosten hier auch nicht so viel geringer sind, dass sich das irgendwie in Relation stellen lässt zu dem Verdienst, was man in Deutschland verdient. So, die können hier nicht einfach Monate ausharren. Ja, in Deutschland, wie gesagt, ist das ja auch genau das Gleiche. Ne? Da auch Mallorca ist ja auch irgendwie so abgesperrt, ne? Das ist halt einfach so für die Leute, die da halt arbeiten, könnte es halt einfach nicht schlimmer laufen, ne? Das ist schon extrem mies, muss man sagen. Das wird da. Ach, ich bin kein Wirtschaftsexperte oder sowas, aber das ist gerade alles ziemlich gruselig, wie sich das alles entwickelt. Nichtsdestotrotz will ich mich davon nicht unterkriegen lassen. So. Ich will meine gute Laune behalten und das wird auch das letzte Video sein, was ich euch jetzt hierzu gebe an dieser Stelle. Weil. Ja, es ist, man ist eh umgeben davon. Dann muss ich nicht auch noch auf euch einhacken. Guck mal, das habt ihr schon gewusst. Ein Virus ist gerade im Laufe. So, ich würde gerne mal wissen, ob es irgendwen gibt, der so sozial isoliert lebt, dass er nicht. Oh,
Soll ich das Video aus Versehen gestoppt? Weiß, was hier gerade auf der Welt passiert. Es gibt bestimmt so einige Leute locker. Irgendwelche Leute, so 35, 40-Jährige, die irgendwie den ganzen Tag WoW spielen oder sowas. So dieses Klischeehafte, weißt du? So Grüße gehen raus an RTL. Ich glaube, selbst die kriegen schon mit, was da abgeht, ey. Ja, aber, also wie gesagt, Hamsterkäufe und sowas finde ich auch unnötig. Aber ich bin halt echt gespannt, wie sich das halt weiterentwickelt. So, mal gucken. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es in Deutschland halt so wird wie in Italien, dass man vielleicht so ein, zwei Wochen halt zu Hause bleiben muss. Aber dann denke ich halt auch wieder, dass es dann auch langsam wieder normal weitergeht, weil irgendwann hält das die Wirtschaft ja auch nicht mehr aus. Da muss man halt echt gucken. Ich habe Urlaub, wer kommt mit nach Madeira? Bruder, ich wollte hin, aber... Oder war das RTL damals? Weiß ich nicht, weil dieser Gamer-Bericht. Naja, jedenfalls isolieren sich hier die Leute auch alle stark. Ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen darum, dass ich nicht nach Hause komme, weil ich weiß, dass ich jetzt hier noch über einen Monat und eine Woche hier bin. Also regulär und selbst wenn danach, wie gesagt, es gibt schlimmere Orte, an denen man isoliert wird. So, Madeira ist ja schon eine ziemlich schöne Gegend und wenn die meisten dann auch noch Angst haben rauszugehen, ja, dann habe ich halt mehr Straße für mich, die ich befahren kann, ohne auf den Verkehr zu achten. So, eben. Das ist doch auch mal ganz angenehm. So, deswegen fahre ich ja auch nachts, so, weil ich meine Ruhe haben will. Und wenn ich es jetzt sogar am Tag machen kann und dabei noch ein paar mehr Sachen sehen kann, dann warum nicht? Ich sage an dieser Stelle einfach nur, das ist immer leicht aus meiner Position zu sagen, so, ich will das auch gar nicht so. Ich will eigentlich sagen, locker bleiben, aber viele von euch sind ja viel angewiesener gerade auf diese ganze Situation oder sind ja dieser Situation viel mehr ausgegeben als ich. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt YouTuber, ich bin selbstständig, ich kann in meine Videos trotzdem weitermachen, deswegen will ich so gar nicht reden, weil ich halt schon in einer sehr guten Position stehe gerade, um mit der Situation auch umgehen zu können. Man darf einfach nicht vergessen, das ist immer blöd, wenn man in so einer Situation darauf hinweist, aber es gibt Länder, da leben Menschen ihr ganzes Leben lang 10-mal so schlimm, wie wir jetzt gerade sind. Und wir schieben hier alle so eine Panik, weil wir vielleicht mal nicht 80 Klorollen Klopapier kaufen können. Das müsst ihr nicht vergessen, dass es halt immer noch so, andere, ne? Länder gibt. Aber gerade mit Klopapier, ich weiß gar nicht, was die alle damit wollen. Also das ist jetzt auch nicht überlebenswichtig oder sowas. Also zur Not duscht man halt nach dem Kacken. Permanent in so einer Situation hier sind mal 10. Also die sich glücklich schätzen würden über die Situation, in der wir gerade sind. So, daran halte ich mich immer fest. So, dass wir ja trotzdem in einem sehr guten System wohnen, auch hier auf Madeira, in Deutschland besonders. So, und wir werden das auch überstehen, wie gesagt. Was ich euch einfach noch ans Herz legen kann an dieser Stelle, ist einfach, wenn ihr so Menschen wie ich seid, ich lebe ja gerade sehr gesund und ich denke, dass mein Körper auch gerade auf einem sehr guten Weg ist. Kümmert euch um alte Menschen, wenn ihr eine Oma, wenn ihr einen Opa habt, wenn ihr generell so vorerkrankte Menschen in eurer familiären Umgebung habt. Ja gut, jetzt noch die habt, normalen Sachen, um die, ich weiß, kommt da noch irgendwas? Menschen. Ja, das aber irgendwie, das Video fand ich jetzt nicht so spannend tatsächlich, muss ich sagen. Es war in Ordnung, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, so ein paar interessante Aussagen, aber für 10 Minuten ein bisschen wenig.